Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch eine kleine geschichtliche Reise machen zu der Wiege der Zivilisation. Und spezifisch möchte ich mir mit euch eine Geschichte anschauen, die lange in Vergessenheit geraten ist, aber die Chancen stehen gut, dass ihr einige der Konzepte trotzdem kennt. Wir schauen uns an den babylonischen Entstehungsmythos in Nummer Elish. Und ich glaube, der beste Einstieg ist eigentlich, wenn man sich mal die Umgebung anschaut. Wo ist der Mythos eigentlich entstanden? Sind wir hier in Mesopotamien, was heute der Irak ist. Das ist dieser fruchtbare Halbmond, der sich von Kuwait raufzieht, über Syrien, Libanon, Jordanien, Israel und Palästina. Manche ziehen auch bis nach Ägypten, wo wir hier dann wieder einen Fluss haben, den Nil. Mesopotamien lässt sich übersetzen als Zweistromland, also zwischen den beiden Flüssen Tigris und Euphrat. Und wenn man sich hier die Geografie ein bisschen anschaut, dann sieht man, wir haben hier eigentlich überall entweder Hochland oder Gebirge. Das ist einmal der Kaukasus, das armenische Hochland, Anatolien, relativ gebirgig, und dann das Sinaiische Plateau. Da, wo die zwei Flüsse sind, wird das Land dann aber recht niedrig. Und das heißt, wir haben eine Entwässerung eben vor allem über dieses Gebiet in den Persischen Golf. Die Besiedlung hier geht wahrscheinlich so 10.000 Jahre zurück, so genau kann man es nicht sagen. Wir wissen aber, dass die Sumerer hier ansässig waren. Und die ältesten Texte von den Sumerern, die man gefunden hat, sind ungefähr 5.000 Jahre alt. Wahrscheinlich waren sie aber schon 2.000 Jahre davor da, haben sich niedergelassen und haben Landwirtschaft entwickelt. Das war eine Riesenerfindung zu der Zeit und nicht so einfach, da hat es einige Erfindungen gebraucht. Vor allem hat man natürlich Wasser gebraucht. Rund um die Flüsse ist es aber dann schnell recht trocken geworden. Das heißt, man hat auch den Boden bearbeiten müssen, hat lernen müssen, wie man den auflockert, wie man Versalzung verhindert, wie man den am besten bewässert. Und es hat dann hier einige Städte gegeben, wie zum Beispiel Uruk, direkt am Euphrat, oder Ur, hier haben wir dann Babylon, wo wir hinkommen, Susa, in Nordmesopotamien Assur und Ninive. Die Städte waren aber in der Regel für sich, also das waren Stadtstaaten. Und größere politische Strukturen hat es eigentlich selten gegeben, oder wenn es sie gegeben hat, dann haben die nicht besonders lang gehalten. Uruk war kurzfristig die größte Stadt dort mit 50.000 bis 80.000 Einwohnern. Das ist, glaube ich, für die Zeit eh schon ziemlich viel. Was man über die Sumerer weiß, ist, dass sie eine agglutinierende Sprache gesprochen haben. Man kennt aber keine Verwandten. Also man geht davon aus, dass das eine isolierte Sprache war. Es finden sich aber ein paar Spuren von früheren Sprachen, also wahrscheinlich Personen, die davor hier gewohnt haben und andere Sprachen gesprochen haben. Ein ganz bekanntes Epos der Sumerer ist Gilgamesch, der große Held, der den Himmelsstier besiegt hat. Da
Das kennt ihr vielleicht oder ihr kennt zumindest das Sternbild von Gilgamesch. Das ist heute bekannt als Orion, im Winter recht einfach zu sehen. Hier diese grün gestreiften Gebiete, das war das Gebiet der Sumerer und ihrer Stadtstaaten. Und man sieht, dass die Küstenlinie damals ein bisschen anders verlaufen ist. Also wo hier Euphrat und Tigris zusammenfließen, das war damals noch mehr. Nach den Sumerern sind dann immer wieder verschiedene andere Völker in die Gegend gekommen. Für uns interessant ist eben vor allem dann Babylonien. Und im Norden haben wir hier die Assyrer. Beide sprechen dann eine semitische Sprache, nämlich Akkadisch. Wir wissen aber, dass in Babylon weiter auch Sumerisch verwendet wurde. Und interessanterweise, dass die meisten Leute auch lesen und schreiben lernten. Dazu hat man damals die Keilschrift verwendet. Das ist in Tontafeln gedrückt worden, um verschiedene Muster zu erzeugen, die man dann lesen konnte. Das Gute an Tontafeln ist, wenn die gebrannt sind, dann halten die sehr lange. Und man hat viele dieser Tontafeln gefunden, unter anderem eben welche, auf denen dieses Mythos Enuma Elish geschrieben war. Enuma Elish besteht aus 7 Tontafeln mit ca. 1000 Zeilen. Es ist aber kein Gedicht in dem Sinn, also es reimt sich nicht, hat auch keine festgelegte Silbenfolge. Aber ist wahrscheinlich auch in Zeremonien verwendet worden. Wir wissen zum Beispiel, dass am Anfang des Jahres, also dann, wenn gesät wurde und vermutlich, wenn die Frühlingsfluten gekommen sind nach der Schneeschmelze, dass es da das Akitu-Festival gegeben hat. So eine große 12-tägige Zeremonie, wo Enuma Elish aufgeführt wurde. Das hat sich recht lang gehalten. Bis in die Römerzeit und zeitweise auch in Italien aufgeführt worden. Und heute gibt es das übrigens auch wieder, dieses Akitu-Fest. In den 60ern wurde das von den Assyrern wiederbelebt und wird heute am 1. April gefeiert. Ein bisschen eine leichtere Sache heute als damals dieses 12-tägige Fest. Aber eben auch wieder assoziiert mit dem Jahresanfang. Babylon ist zu seiner Blütezeit auf bis zu 200.000 Einwohner angewachsen. Also damals wirklich eine riesige Stadt. Und der Einfluss war ziemlich groß. Hier in Rot sieht man das Reich von Hammurabi. Also da war nicht nur Süd, sondern auch Nordmesopotamien unter seiner Herrschaft. Und hier oben ist Ninive, wo diese Enuma Elish-Tafeln gefunden wurden zum ersten Mal. Sind danach aber mehrere gefunden worden. Es gibt auch ein bisschen verschiedene Versionen. Ein paar Teile fehlen noch bei der 5. Tafel. Aber wir haben deshalb einen guten Eindruck davon, wie wichtig dieses Mythos war und wie weit verbreitet das auch war. Babylon hat sich übrigens auch ziemlich lang gehalten.
Ich habe ja immer gedacht, das ist so eine Stadt, die dann irgendwann vor der Römerzeit verschwunden ist. Tatsächlich dürfte es aber vor 1000 Jahren noch bewohnt gewesen sein. Damals war es dann schon aber als die sehr kleine Stadt Babel bekannt. Oder nicht so bekannt in dem Fall. Was steht jetzt drinnen in Nummer Elisch? Wie gesagt, das sind etwa 1000 Zeilen. Ich würde sagen, wir gehen hier eine kleine Zusammenfassung durch. Es wiederholt sich doch relativ oft und endet dann mit Lobpreisungen und 50 Namen, die dem Stadtgott von Babylon gegeben werden. Das ist Marduk. Ich glaube, das müssen wir nicht im Detail anschauen. Der Name, der dem Ganzen gegeben wurde, Enuma Elish, das ist einfach der Beginn von diesem Mythos. Das heißt so viel wie als hoch droben der Himmel noch keinen Namen hatte. Auf Englisch steht in der Regel, when on high the heaven had not been named, firm ground below had not been called by name. Also wir sind hier vor der Schöpfung. Es gibt noch keine Erde. Heißt aber nicht, dass es nichts gibt. Es ist einfach noch nicht benannt. Es ist Chaos, es ist Finsternis und es gibt Wasser. Das Wasser sind zwei Prinzipien, nämlich einmal Apsu, ein männlicher Gott, und Tiamat, eine weibliche Göttin. Das ist einmal dann Süßwasser und einmal Salzwasser. Und dieses Wasser hat sich vermischt. Und aus dem Wasser sind dann weitere Gottheiten entstanden. Wir haben sie hier aufgelistet, Lachmu und Lahamu. Die haben dann wieder Kinder gehabt. Das waren Anja und Kisha. Dann ist hier Anu gekommen, Damkina, Ea und schließlich Marduk. Und Marduk, wie gesagt, ist der Hauptgott im Pantheon geworden. Das war der Stadtgott von Babylon. Und jetzt, wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, mit der Ruhe ist es dann vorbei. Und sowas hat auch für Tiamat und Apsu. Und das hat ihnen nicht wirklich gefallen. Sie wollten diese Ruhe zurückhaben und nicht dieses Chaos, das hier los war, diese Aufregung die ganze Zeit. Und Apsu hat sich dann gedacht, naja, das Beste, was wir machen können, ist, wir bringen die Kinder einfach wieder um. Tiamat wollte da nicht mitmachen, aber Apsu hat das alles durchgeplant. Nur sein Problem war, er hat davon gehört und hat beschlossen, er wird das zuerst erledigen, hat Apsu einschlafen lassen und dann getötet. Und das ist was später auch wieder aufkommt. Aus den Überresten von Apsu hat er dann eine Wohnstadt gebaut. Tiamat, die am Anfang eigentlich nicht dabei war bei diesem Plan, hat gehört, dass Apsu getötet wurde, war dann fürchterlich erbost und hat beschlossen, sie wird Rache nehmen. Sie hat dann eine riesige Armee aus Monstern erzeugt und ist damit gegen die anderen Götter zu Felde gezogen. Niemand hat sie bezwingen können und die anderen Götter sind dann irgendwann zu Marduk gegangen, weil er war eben der Stärkste und Beste und Schönste und überhaupt. Und Marduk hat gesagt, ja, okay, ich werde gegen Tiamat kämpfen, aber unter einer Voraussetzung, wenn ich gewinne, dann werde ich der höchste Gott im Pantheon. Und die anderen Götter haben zugestimmt. Und so ist es dann gekommen. Es gibt dann diese lange Beschreibung des Kampfes zwischen Marduk und Tiamat.
Und Marduk hat dabei die Winde mitgenommen in den Kampf. Hier steht die Evil Winde, so böse Winde. Und Tiamat war nicht nur eben dieses Salzwasser, sondern sie wird auch oft als Drache dargestellt, das Meeresungeheuer, das wirklich ziemlich beeindruckend ist. Und sie hat eben ihr Maul aufgerissen und wollte Marduk verschlingen. Marduk hat in dem Moment aber den Wind in ihr Gesicht geschleudert. Dieser Wind ist dann in sie hineingefahren, hat sie immobilisiert und in dem Moment hat Marduk sie dann mit einem Pfeil ins Herz oder hier in den Bauch getötet. Und hier beginnt dann, was wir vorher auch bei Apsu gesehen haben. Aus diesem gefallenen Gott wird etwas Neues geschaffen. Bei Apsu war dieser Akt der Schöpfung noch sehr klein. Bei Tiamat aber wird jetzt eigentlich die ganze Welt geschaffen. Marduk zerteilt sie in zwei Hälften. Die eine Hälfte wird nach unten gedrückt und das Wasser wird zurückgehalten. Das ist das Land. Die andere Hälfte wird nach oben gedrückt und auch hier wieder Wasser zurückgehalten. Daraus wird dann der Himmel. Also man hat hier wirklich das Bild gehabt von einer Welt, die von Wasser umgeben ist. Und es können die Schleusen des Himmels wirklich buchstäblich geöffnet werden. Und dieses Wasser von Tiamat kommt wieder herunter auf die Welt und erzeugt eine Flut. Marduk macht dann weiter mit der Schöpfung. Es wird Nacht und Tag geschaffen, es werden die Sternbilder geschaffen, die Jahreszeiten, Sonne und Mond. Die Erde wird bevölkert und zum Schluss sagt er dann so, puh, das war eigentlich ziemlich viel Arbeit und eigentlich hätte er auch gern wieder Ruhe und Ordnung. Am besten wir schaffen ein Wesen, das für uns Götter arbeitet. Der hat sich dann den Heerführer von Tiamat genommen, hat dessen Blut genommen, mit Lehm vermischt und daraus die Menschen geschaffen. Und das heißt, die Aufgabe der Menschen in diesem Schöpfungsmythos ist es, den Göttern zu dienen und für die Götter zu arbeiten. Enuma Elish erklärt aber nicht nur, wie Menschen geschaffen wurden, wie die Welt und die Götter geschaffen wurden, sondern legitimiert auch mit Marduk an der Spitze des Götterpantheons die Vorherrschaft von Babylon. Und es ist wahrscheinlich, dass die meisten Menschen, die hier gelebt haben, Enuma Elish gekannt haben. Und bekannterweise waren ja auch die Israeliten eine Zeit lang in Babylon. Das heißt, sie waren definitiv auch vertraut mit Enuma Elish. Und ich habe vorher gesagt, es gibt ein paar Konzepte, die ihr bestimmt aus der Bibel oder der Tora kennt. Man muss dazu sagen, Akkadisch und Hebräisch sind beide semitische Sprachen, das heißt, die sind verwandt. Diese Ähnlichkeiten lassen sich da viel leichter herauslesen. Also wer dann Genesis gehört hat, hat zum Beispiel bei der ersten Zeile gleich auch den Beginn von Enuma Elish gehört. Wenn hier steht, when on high the heaven had not been named. Diese grammatische Struktur, when on high, das ist eigentlich auch im Hebräischen drinnen. Im Deutschen sagen wir am Anfang, aber man könnte auch so wie hier sagen, when in the beginning, also als Gott mit der Schöpfung begonnen hat, so wie hier. Also in den semitischen Sprachen ist diese grammatische Struktur gleich. Und für einen Zuhörer war das sofort erkennbar.
In der Genesis gibt es dann auch eine Zeile über the face of the deep. Also was am Anfang noch diese formlose Leere war, so wie auch hier. Es hat Dunkelheit gegeben, es hat eine Gottheit gegeben, aber eben noch keine Ordnung, noch keine Schöpfung in dem Sinne. Und das Interessante ist, diese unbenannte Tiefe, das ist im Original, im Hebräischen, kein Nomen in dem Sinn, sondern es ist ein Name. Es wird ohne Artikel verwendet. Und dieser Name der Tiefe ist einfach das hebräische Wort für Tiamat. Also da ist wirklich diese Gottheit, die wieder vorkommt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die Israeliten in Babylon die Geschichte gehört haben und gesagt haben, wir machen da eine bessere Geschichte draus, wir erzählen das ein bisschen anders. Kann natürlich auch sein, dass das noch frühere Wurzeln hat und einfach in zwei verschiedene Richtungen dann erzählt wurde, also dass sich das unterschiedlich entwickelt hat. Die Schritte der Schöpfung folgen auch der gleichen Logik in Enuma Elish und Genesis. Also sprich, es wird Tag und Nacht geschaffen, dann der Himmel und die Erde, es wird Vegetation geschaffen, es kommen Sonne und Mond, Fische und Vögel und dann Tiere und Menschen. Der Unterschied ist aber, wo Enuma Elish hier erzählt von Kämpfen und Blut und zerstörten Göttern, da haben wir in der Genesis immer wieder die Worte und Gott sah, dass es gut war. Das wiederholt sich ja am Ende von jedem Tag, diese Bekräftigung, dass das eine gute Schöpfung ist. Und das kommt davor, wenn die Vegetation geschaffen wird, wo das spezifisch auch gemacht wird, damit Menschen sich versorgen können, das so geschrieben steht. Dieser Akt der Benennung der Schöpfung ist auch ganz wichtig. Also wir sehen es hier gleich in der ersten Zeile. Die Benennung heißt, dass Ordnung geschaffen wird. Und das Gleiche haben wir ja auch in Genesis, wo Adam und Eva beauftragt werden, alle Geschöpfe zu benennen, ihnen einen Namen zu geben. Der große Unterschied ist eben hier, machen das die Gottheiten. In der Genesis machen das die Menschen. Also sprich, die Menschen haben selbst einen Willen und sie dürfen Entscheidungen treffen. Sie sind im Gottesbild gemacht. Also sprich, nicht als Diener, sondern selbst eigentlich mit einer gewissen Heiligkeit ausgestattet, kann man sagen. Und der Text geht dann eben schon in sehr unterschiedliche Richtungen. Ich finde es aber super spannend zu sehen, dass hier in diesem Bereich ähnliche Geschichten erzählt wurden, nur eben anders interpretiert. Und dass sich ein bisschen was von diesen uralten Zivilisationen gehalten hat in Texten, die wir noch immer lesen und die für viele Menschen sehr, sehr wichtig sind. Wenn ihr noch mehr dazu hören möchtet, könnt ihr gerne auf die Podcasts klicken, die ich euch unten verlinke. Es gibt einen auf Deutsch und einen ganz ausführlichen auf Englisch, wenn euch das auch gefällt. Ich finde es ein super spannendes Thema und ich hoffe, ihr habt das genauso interessant gefunden wie ich. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuhören und hoffe, dass ihr jetzt bereit seid zu schlafen. Ich wünsche euch schöne Träume und wir sehen uns nächstes Monat wieder. Gute Nacht.